Herzlich darf ich Sie am Sonntag Rogate, dem 17. Mai, hier in der Helser Kirche begrüßen. Den Gottesdienst darf ich für meinen Kollegen Jörg Hebrank in Vertretung halten. Der Sonntag Rogate beschäftigt sich mit dem Gebet. So werden wir heute das Vaterunser näher betrachten. Wir wollen diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes miteinander feiern. Amen. Wach auf, mein Herz, und singe dem Schöpfer aller Dinge, dem Geber aller Güter, dem frommen Menschen Dein Wort, das ist geschehen, ich kann das Licht noch sehen. Von Not bin ich befreit, dein Schutz hat mich erneuert. Am Sonntag Rogate begleiten uns Worte aus Psalm 66. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Kommt her, hört zu, alle, die ihr Gott fürchtet. Ich will ihm erzählen, was er an mir getan hat. Zu ihm rief ich mit meinem Munde und pries ihn mit meiner Zunge. Wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Aber Gott hat mich erhört und gemerkt auf mein Flehen. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. So lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, so dürfen wir dich nennen. Dein Sohn hat es gesagt. Ich will dir danken für die wunderbaren Dinge, die du uns geschenkt hast. Der Monat Mai regt mich besonders dazu an. Danken für die herrliche Sonne, für den fruchtbaren Regen, für die Wälder und Felder, für die Seen, das Meer und den Himmel, für Blumen und Vögel, für Kinder und Alte, für Liebende und Geliebte, für alle deine Gaben. Auch ich möchte anderen Freude schenken. Gib mir ein dankbares Herz, das sich gründet in dir. Neben dem Dank drücken uns Sorgen um das Ergehen unseres Landes und einzelner Schicksale. Verschließe deine Ohren nicht, sende uns deine Hilfe, lass uns deine Nähe spüren. Amen. Halleluja! Liebe Gemeinde an den Bildschirmen, wie soll man beten? Welche Worte soll man dazu wählen? Können einem noch die uralten Worte des Vaterunsers von vor 2000 Jahren helfen, zu Gott mit seinen Sorgen und Anliegen durchzudringen? Müssen wir da nicht völlig neue Wege der Kontemplation und Spiritualität suchen? Zu dieser Frage erzählte er Strunk folgende Geschichte. Ein fahrender Händler bedrängte an der Türe ein altes Mütterchen, endlich eines seiner neuen Messer zu kaufen. Auch zeigte er die Brotmaschinen, die heute in der Lage seien, den Aufschnitt hauchdünn zu schneiden. Die alte Frau aber schüttelte nur mit dem Kopf und sagte: »Nein, danke, ich habe doch noch mein gutes altes Messerchen.« Der Händler lächelte insgeheim über so viel Beschränktheit und probierte es aufs Neue, der alten Frau die Vorteile der möglichen Messer und Sägen im Haushalt nahezubringen. Doch die Frau blieb bei ihrem Kopfschütteln und sagte wiederum: »Nein, danke, ich habe noch mein gutes altes Messerchen.«
Warum, fragte nun der genervte Händler, warum wollen Sie unbedingt bei dem alten Messer bleiben? Ganz einfach, antwortete die alte Frau, es hat sich bewährt. Warum sollen wir heute noch bei dem alten Gebet von Jesus von vor 2000 Jahren bleiben? Ist dieses Gebet nicht alt und abgenutzt, unscharf und ohne Wirkung? Ganz einfach. Es hat sich in so vielen Situationen als hilfreich bewährt und deshalb sprechen wir es heute noch in Freud und Leid, bei Taufen und Hochzeiten, genauso wie bei Trauerfeiern und Abschiednahmen. Aber verstehen wir noch, was es aussagen will? Spricht es unsere Sprache? Können Jugendliche etwas damit anfangen und die Bitten des Vaterunsers verstehen? Diese Frage habe ich einer ehemaligen Konfirmandin hier aus Helsen gestellt. Franziska Hentsche wurde vor 2 Jahren in dieser Kirche konfirmiert. Da staunt man schon, wie viel heute noch das alte Gebet Jesu, das Vaterunser, einem jungen Menschen unserer Tage sagt. Natürlich, Franziska ist realistisch mit ihren 16 Jahren. Sie weiß, dass für die meisten Jugendlichen der Glaube heute an Gott schwerfällt und dass sie nicht leicht mit den einzelnen Bitten des Vaterunser etwas in ihrem konkreten Leben verbinden können. Aber dennoch ist sie überzeugt, dass dieses Gebet Jesu in unserem Alltag eine große Rolle spielt und auch spielen sollte. Man muss sich eben etwas Zeit nehmen, sagt sie, und sich in die einzelnen Bitten des Vaterunsers hineinhören und hineindenken. Dann leuchtet seine Wahrheit und Kraft für uns moderne Menschen neu auf. Franziska hat das besonders bei einem Besuch in Taizé in Frankreich erlebt, wo viele tausend junge Menschen unter Anleitung der dortigen Brüderschaft miteinander beten, auch die Worte des Vaterunsers in vielen unterschiedlichen Sprachen. Da werden die Worte lebendig, die Jesus aufgrund des alten jüdischen Fürbittengebetes für seine Jünger als Gebetsvorlage formuliert hat. Überraschend beginnt das Gebet Jesu mit der Anrede Gottes als Vater, besser gesagt als Papa. Denn so muss man wohl das aramäische Wort Abba übersetzen. Wer zu dem Schöpfer der Welt betet, darf dies vertrauensvoll tun, wie ein Kind mit seinen Eltern spricht. Wie Jesus selbst mit dem Vater im Himmel gesprochen hat, innerlich tief verbunden, gehalten und getragen von der Urkraft der Welt. Gottes Name soll geheiligt werden. Für Franziska klingt das wie ein Bekenntnis zu Gott, das wir brauchen, um hier einen Anker im Leben zu haben. Die Welt ist trotz ihrer Sorgen nicht gottlos und treibt nicht im Universum ohne Kurs herum. Nein, sie läuft auf Gottes Reich zu, hat eine offene Zukunft, die wir immer erbitten, wenn wir dieses uralte Gebet sprechen. Für Kinder, für die Konfirmanden und deren Lebensweg, für Brautpaare und sogar für Trauernde. Dein Reich komme, auch wenn die Reiche dieser Welt vergehen. Ja, wenn unsere ganze Welt untergehen wird, wirst du noch da sein. Mit dieser großen Gewissheit startet Jesu Gebet. Deshalb ist es gut, sich Gottes Willen zu fügen. Das gibt Gelassenheit, egal was passiert, doch noch gehalten zu sein, meint Franziska und kommt gleich auf den zweiten Teil des Vaterunsers zu sprechen, der nicht mehr Gottes zukünftige Welt, sondern unsere täglichen Sorgen in den Blick nimmt. Denn in der Bitte um das tägliche Brot findet Franziska ein positives Denken ausgedrückt. Nicht der äußere und der innere Hunger soll uns bestimmen, sondern wir sollen und dürfen satt werden. Gott gönnt uns das Leben und wir dürfen es auch anderen gönnen. Und das heute ganz konkret in unserem Dasein. Die alten Geschichten der Bibel, so sagt es Franziska, kommen heute in unserem Alltag genauso vor. Deshalb sind die weiteren Bitten des Vaterunsers so wichtig. Jeder braucht die Vergebung von Fehlern, um voranzukommen. Jeder sollte anderen vergeben können, um deren Wege in die Zukunft zu öffnen. Dahinter steht Gottes große Kraft, die uns vor dem Bösen bewahren kann und soll, vor schlimmen Gedanken und Vorhaben, meint unsere Jugendliche aus Helsen. Und sie betet daher noch gerne das alte Vaterunser. Einer der Ausleger dieses zentralen Gebetes der Christenheit hat das Gebet mit einer Kathedrale verglichen, in die jeder eintreten darf.
Solche Kathedralen seien wichtig, weil sie die Frömmigkeit in das Sagbare bündeln würden und weil sie auf der anderen Seite die Frömmigkeit in das nicht mehr sagbare Geheimnis Gottes ausweiten würden. Also, das Vaterunser kann uns Sprache verleihen, um mit Gott ins Gespräch zu kommen und nicht inhaltslos herumzuplappern. Und es kann durch seine Bilder vom kommenden Reich Gottes und der darin waltenden Vergebung das Geheimnis dieser Welt ausloten. Dennoch, möchten Sie einwenden, gibt es Situationen, die einem einfach die Sprache verschlagen und das Beten fast unmöglich machen. Ja, die gibt es. Statt lobenden Worten bleibt dann nur die Klage übrig und der Mund droht zu verstummen und das Leben zu erstarren. Ich erinnere an den tragischen Freitod des Fußballnationaltorhüters Robert Enke am Jahresende 2009. 3 Jahre zuvor war seine Tochter Lara verstorben. Er hatte sich das Leid nicht anmerken lassen und weiterhin Fußball gespielt und seinen Mann gestanden. Aber dann war für den 32-Jährigen das Leben sinnlos geworden. Er litt unter Versagensängsten und Depressionen, die er schon aus der Jugendzeit her kannte. Es war ein sehr trauriger Abschied für 40.000 Fans bei einer bewegenden Trauerfeier mit dem Sarg des Verstorbenen in der Hannoveraner AWD Arena. Neben dem aufbrausenden Applaus, mit dem die Fans die klaren Worte der Witwe bedanken wollten, die sich über das Schicksal ihres Mannes aussprach, beginnt das ganze Stadion plötzlich das Vaterunser zu sprechen und gibt so dem Abschied vom Nationaltorhüter einen religiösen Rahmen. Die alten Worte Jesu haben die Kraft, das Unsagbare sagbar zu machen und sich mit der trauernden Familie verbunden zu wissen. Auch für Robert Enke erbittet das Vaterunser einen gnädigen himmlischen Vater und ein kommendes Reich Gottes, wo er mit seinen Sorgen aufgehoben sein soll. Auch für die Witwe des Verstorbenen erbitten diese Worte das tägliche Brot, das sie nun für Leib und Seele braucht, um über dieses Schicksal hinwegzukommen, das sie Mann und Tochter verloren hat. Viele beten mit, denn diese Worte Jesu sind bewährt und tragen über den Abgrund hinüber. Kann man das alte Gebet Jesu, das Vaterunser, heute noch beten, war unsere Eingangsfrage. Wir beantworten sie mit Ja, weil wir erleben, wie uns diese Worte sprachfähig machen. Natürlich kommt es vor, dass ich das Gebet manchmal nur unbewusst mitspreche, nicht jede einzelne Wendung bedenke oder nur an einer Aussage hängen bleibe und ihr nachsinne. Das ist auch in Ordnung. Denn wie in einer Kathedrale, um nochmals das Bild von vorhin aufzunehmen, habe ich doch nicht dauernd den ganzen Raum vor Augen, sondern betrachte dieses und jenes Fenster, dieses und jene Figur und lasse mich davon inspirieren. Ich habe mich gefragt, welche Situation mit dem Vaterunser mir in guter Erinnerung geblieben ist. Das ist der Kindergottesdienst, in dem wir dieses Gebet Jesu immer an den Schluss setzen, nachdem wir eine biblische Geschichte gehört, gesungen, miteinander gegessen und gebastelt haben. Dann rufen wir alle Kinder noch einmal im Kreis zusammen und beten das Vaterunser mit Bewegungen. Und bei der Bitte, erlöse uns von dem Bösen, springen wir mit erhobenen Händen in die Höhe und erfahren leibhaftig die befreiende Kraft dieser Worte. Dann kann die Woche gut beginnen, weil wir uns ein weiteres Mal dem Vater im Himmel anvertraut haben. Amen. Nicht, wir fühlen, uns könnte scheitern.
Lasst uns beten mit Worten eines bekannten Liedes von Peter Strauch. Meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden, gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Sorgen quälen und werden mir zu groß, mutlos frag ich, was wird morgen sein. Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los, Vater, du wirst bei mir sein. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb nehmen mich gefangen, jagen mich. Herr, ich rufe, komm und mach mich frei, führe du mich Schritt für Schritt. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn, hilflos sehe ich, wie die Zeit verrinnt. Stunden, Tage, Jahre gehen hin und ich frag, wo sie geblieben sind. Meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden, gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Gemeinsam beten wir, wie es Jesus uns gelehrt hat. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun in die neue Woche unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.